Erlangen war mal stolz darauf, fahrradfreundlichste Stadt in ganz Deutschland zu sein. Aber im Ranking der fahrradfreundlichsten Städte in ganz Europa finden vor allem Städte aus den Niederlanden oder aus Skandinavien. Was machen die denn besser als wir? Wir könnten vielleicht mal Kopenhagen als Beispiel nehmen, weil, also ich bin ja Mitglied im Vorstand der AGFK, der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen. Das ist ein bayernweiter Verein, der den Fahrradverkehr in den Kommunen fördern will. Dazu gibt es sehr viel Informationen, Broschüren, Angebote an die Kommunen, was man alles machen kann. Und in dem Zug sind wir auch nach Kopenhagen gefahren, haben eine viertägige Informationsfahrt gemacht und haben irre viel in Kopenhagen gelernt, wie die das gemacht haben. Die haben halt gesagt, wenn man wirklich möchte, dass die Leute das Auto stehen lassen und das Fahrrad nehmen, und darum geht es ja. Wir wollen ja die Leute aus dem Auto kriegen, wir wollen ja nicht die Leute aus dem Bus kriegen. Also, wir wollen ja Fahrradverkehr fördern, dann sagen die, das geht nur, wenn die Fahrradwege sicher sind. Das ist deren größtes Augenmerk. Jetzt, wer schon mal in Kopenhagen war, weiß, dass das auch eine sehr große Stadt ist mit großen Straßenbreiten. Also es ist eine völlig andere Situation über Strecken als jetzt hier in Erlangen. Aber trotzdem ist es so, dass die ihre Fahrradwege immer einzeln führen, nie auf der Straße, sondern wenn auf der Straße, abgegrenzt mit einem Randstein, also so, dass ein Autofahrer eigentlich nicht so, gerade wie jetzt hier bei uns in Erlangen, das läuft. Und es kann nicht sein, dass nur unerschrockene Leute sich wohlfühlen im Verkehr, wenn der sich so mischt. Und das ist etwas, da müssen wir, glaube ich, ran, das zu diskutieren. Das haben die gemacht. Dann haben sie zum Beispiel einfach gesagt, im Winter, also zuerst werden die Fahrradwege geräumt und ganz langsam dann die Straßen. Knallhart, die haben einfach eine Sache nach der anderen durchgesetzt und das einfach gemacht. Weil man sich einig war, dass man dahin will. Die bauen vermutlich größere, breitere, kreuzungsfreiere Fahrradwege. Das haben wir uns ja auch auf die Fahnen geschrieben. Also mein Ziel, mein Wunsch wäre es ja, und auch einen dementsprechenden Antrag haben wir auch gestellt, der auch leider abgelehnt wurde, wenn man jetzt zum Beispiel, wir müssen ja, die Balgossenstraße wird in den nächsten Jahren sukzessive erneuert. Die eine Kreuzung Günter-Scharowski-Straße, Balgossenstraße, wurde jetzt schon ausgebaut, da ist es jetzt zu spät, aber die anderen, die Südkreuzung und die Kreuzung Äußere Bruggerstraße, Balgossenstraße und die Kreuzung Bayernstraße, bei Gossenstraße, die kommen noch dran. Und mein Ziel wäre es, dass wir es schaffen, da quasi kreuzungsfreie Unterführungen in alle Fahrbeziehungen zu schaffen, wie es zum Beispiel an der Südkreuzung ja schon mal ansatzweise in die eine Fahrbeziehung gemacht wurde. Aber solche Unterführungen quasi an den signifikanten großen Kreuzungen in Erlangen, das glaube ich, das wäre so richtig, das wäre ein Durchbruch, das würde einen großen Anreiz schaffen, dass Menschen vom PKW aufs Fahrrad umsteigen. Denn jeder, der Fahrrad fährt, weiß, dass er vor allem an diesen Kreuzungen manchmal ja ewig lang steht. Also allein an der Kreuzung Günter-Scharowski-Straße, Bau-Gossen-Straße steht man manchmal, wenn es dumm läuft, 3 oder 4 Minuten. Und das ist kein Ansporn, Fahrrad zu fahren, und als Fahrradfahrer ärgert einen das ja auch wahnsinnig. Ja, also wenn man da steht und weiß, jetzt benimmt man sich schon umweltfreundlich und jetzt komme ich wieder nur halb über die Straße und dann 2 Minuten später wieder nur halb und dann möchte ich jetzt noch nach links, da muss ich wieder warten. Und da wäre so eine Unterführung, da muss man auch viel Geld in die Hand nehmen, das ist klar. Aber wenn man da in die Richtung will, also quasi nach unter den Top 10 der europafreundlichen, der Europastädte, dann muss man solche Sachen machen. Zum einen, die haben später angefangen und das ist auch ein Vorteil. Wir haben ja in den 70er Jahren, hat sich die Stadt Erlangen abgewandt von der Ausrichtung auf die autogerechte Stadt hin zur Fahrradstadt. Mein Vorvorgänger war das, Dietmar Hallweg, und der ist damals ja dafür, also ausgelacht ist noch milde, ja, sondern das waren wirklich harte Beschimpfungen. Und wir haben damals eine Fahrradinfrastruktur gebaut, die war damals revolutionär, aber die ist natürlich mit den heutigen Anforderungen und Standards, da ist die nicht mehr kompatibel. Ja, die Radwege sind oft zu schmal, die sind zu klein. Und Städte, die später angefangen haben, die haben halt auch auf
also die hatten ja uns und andere Städte, die das in der Zeit gemacht haben, als positives Beispiel. Die haben gesagt, schaut mal, wenn ihr den Radverkehr fördert, dann ist das richtig toll in euren Städten. Und die haben schon, na, die sind schon mit breiteren Trassen eingestiegen, die haben bessere Infrastruktur geschaffen. Und da haben wir jetzt Nachholbedarf und müssen jetzt wieder den nächsten Schritt gehen, um wieder weiter nach vorne zu kommen. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir haben einen sensationell hohen Radverkehranteil in Erlangen. Wir fragen ja regelmäßig die Bevölkerung und da sagt jeder Zweite, mein wichtigstes Verkehrsmittel ist das Fahrrad. Also bin dafür, nicht alles schlecht zu reden, wir sind gut, aber wir wissen auch, wo wir unsere Defizite haben und das sind auch einige. Und die müssen wir halt abarbeiten und weiter vorangehen. Zum einen, glaube ich, ist es eine Mentalitätsfrage auch. Also gerade wenn Sie in Holland unterwegs sind und die Leute sehen, die da, ich war neulich mal da, bei Schnee und Eis mit roten Gesichtern durch die Stadt fahren, das sehe ich hier eher selten, wenn richtig schlechtes Wetter ist, dass die Leute noch in der Masse aufs Fahrrad steigen. Das ist da einfach normal. Also sprich, da muss was in den Köpfen sich auch ändern, wenn Sie das so haben wollen bei der breiten Masse. Gestern war ich gerade auf einem Podium bei Kolping, da waren auch viele ältere Menschen da, die gesagt haben, sie können das gar nicht, so viel aufs Fahrrad umsteigen. Sie haben gesagt, Erlangen war mal führend im Bereich Fahrradstadt und jetzt sind wir überholt worden. Also Münster zum Beispiel ist dann auch immer vorne mit dabei. Mein Eindruck ist, dass deswegen ja die Stadt Erlangen als Fahrradstadt dadurch nicht schlechter geworden ist, dass in Rankings mal die eine und mal die andere vorne liegt. Also ich finde nach wie vor, dass es relativ einfach und komfortabel ist, in Erlangen mit dem Fahrrad zu fahren. Ich selbst wohne in Kosbach, da ist überhaupt kein Problem, mit dem Fahrrad reinzufahren. Da fährt man wunderschön über den Wiesengrund, da ist auch genauso schnell drin wie mit dem Auto. Da kann man sich entscheiden, je nachdem wie das Wetter ist, was man machen will. Aber im Prinzip halte ich Erlangen nach wie vor für eine sehr fahrradfreundliche Stadt, unabhängig davon, ob wir in den Rankings jetzt mal auf 1, 2 oder 3 sind. Um Fahrradfahren attraktiver zu machen, schränken viele dieser Städte bewusst den Autoverkehr ein. Wir haben unsere Kandidaten gefragt, ob sie sich das auch für Erlangen vorstellen können. Also wir wollen ja grundsätzlich immer die Verkehrsarten nicht gegeneinander ausspielen. Das ist so unser Grundsatz. Eben aus den besagten Gründen, es wird noch nach wie vor für ganz, ganz viele Menschen den Individualverkehr geben. Entweder weil sie zu weit von außerhalb kommen, weil sie ihre Kinder vorher, hinterher in den Kindergarten zum Arzt oder sonst oder zum Sport fahren müssen, weil sie einfach schon ein bisschen älter sind und bewegungseingeschränkt sind. Also es wird immer diesen Bereich Individualverkehr geben. Und deswegen möchte ich immer die Verkehre nicht gegeneinander ausspielen und auch keine bewusste Aussperrung betreiben. Was ich aber schon schaffen möchte, und das eben mehr durch aktive Anreize, durch Angebote, dass es insgesamt weniger MIV, also weniger Pkw-Verkehr gibt, dadurch, dass die Leute letztendlich dann freiwillig auf das Fahrrad umsteigen oder eben auf den ÖPNV, weil sie eben merken, ja, eigentlich komme ich mit dem Fahrrad genauso schnell in die Stadt wie mit dem Pkw. Ja, in unserem Wahlprogramm steht auch eine, also sukzessiv zu einer autofreien Innenstadt wollen wir kommen. Und das einfach zur Verbesserung der Lebensqualität. Weniger Lärm, bessere Luft, mehr Platz für die Menschen statt für Autos. Das ist überhaupt in Erlangen eine Frage des Platzes. Also ich glaube nicht, dass das bisherige Konzept Autos, Fahrräder und zu Fuß gehende gleich zu behandeln, noch trägt. Irgendwann bei dem Verkehrsaufkommen, 60.000 Pendlerinnen und Pendler, muss man den Mut haben und sagen, was man nicht will. Wen man den Vortritt lässt und wen man irgendwie nicht verteufelt, aber andere Angebote macht. Ja. Das ist ja auch schon passiert an mehreren Stellen, dass man ganz bewusst gesagt hat, hier soll das Fahrrad Vorrang haben. Wir haben mittlerweile 11 Fahrradstraßen ausgewiesen in Erlangen. Die werden wir jetzt auch noch ordentlich markieren, richtig prominent, dass man das sieht. Beispiel Neue Straße, da haben wir die Straße, es ist eine Hauptverkehrsachse für den Radverkehr und seit der Autoverkehr jetzt dort weniger geworden ist, nutzen den die Radfahrer auch. Da sind richtig viele Radler unterwegs und ja, da haben wir den Autoverkehr, eingeschränkt. Wir haben alle Einbahnstraßen, fast alle Einbahnstraßen freigegeben für den Radverkehr. Auch das ist eine ganz große Radverkehrsförderung und macht den Verkehr insgesamt übrigens auch deutlich langsamer und in der Stadt damit auch deutlich sicherer. Ja, weil Raum knapp ist, wird man immer wieder um diesen knappen Raum ringen müssen.
Und man wird auch immer wieder sagen, und an der Stelle ja, kann es das Auto jetzt nicht mehr sein. Es wird aber auch Stellen geben, wo wir sagen, und da wollen wir die Autos aber haben. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich möchte, dass wir am Großparkplatz ja, mehr Parkkapazitäten schaffen, damit wir den Leuten, die heute irrend durch die Innenstadt fahren, auf der Suche nach einem Parkplatz, klar sagen können, da will ich, dass ihr hinfahrt, stellt euer Auto dort ab und dann steigt um, steigt in den Bus, steigt aufs Rad. Ja, am besten mit einem schönen Fahrradverleihsystem oder lauft in die Stadt rein. Das muss es auch geben. Ja? Nur zu sagen, hier nicht, ist auch nicht die richtige Lösung. Es braucht auch gute Angebote. Insofern ist es immer ein Geben und Nehmen von städtischem Raum. In Erlangen stapeln sich an einigen Stellen die Fahrräder. Wir haben unsere Politiker heute mal gefragt, wo sie neue Fahrradparkplätze eröffnen wollen und wie viele Autoparkplätze sie dafür opfern würden. Naja, das halte ich eben für keine gute Idee. Ich halte es für keine gute Idee, weil, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, viele Leute einfach darauf angewiesen sind, mit dem Auto in die Stadt zu kommen. Und es ist jetzt schon so, dass an verschiedenen Stellen Parkplätze einfach verschwinden, weil umgestaltet wird. Wenn Sie am Zollhausplatz zum Beispiel denken, was da jetzt kommen soll, finde ich im Prinzip sehr schön, den grün zu machen. Aber auch da werden dann wieder ein paar Parkplätze wegfallen, die dann irgendwelchen Leuten fehlen, die dann vielleicht Verkehr verursachen, weil sie irgendwo rumfahren, bis sie dann irgendwann mal einen Parkplatz gefunden haben. Also das geht in die gleiche Richtung, was ich vorher schon sagte. Wenn ich irgendwo eine Veränderung mache und irgendwas wegnehme, dann muss ich vorher für einen Ausgleich sorgen, damit die Leute, die darauf angewiesen sind, immer noch von A nach B kommen. Und wenn wir zum Beispiel irgendwo eine neue Tiefgarage bauen, vielleicht am Großparkplatz dann mal mehr Parkplätze haben, wo die Leute auch umsteigen können auf einen kurzen Shuttlebus, dann kann man sowas machen. Ich habe auch kein Problem damit, dass es mehr Fahrradparkplätze gibt. Also Fahrradparkhaus am Bahnhof zum Beispiel soll er jetzt wohl kommen. Da gab es lange Diskussionen mit der Bahn wohl auch, weil denen das Grundstück gehört. Also da kann die Stadt auch nicht einfach machen, was sie will. Sind immer lange Verhandlungen, die man da führen muss. Aber es ist sicherlich sinnvoll, da mehr Parkplätze, Abstellplätze für Fahrräder zu schaffen in solchen Parkhäusern, damit auch nicht, wie bei einem von Arkaden zum Beispiel, das immer so wild aussieht in der Kreuz und Quer oder vom Bahnhof, die Fahrräder liegen. Also das sollte man schon machen, aber ich würde deshalb nicht Parkplätze abschaffen, weil die Autos eben auch gebraucht werden. Und die Vorstellung, dass wenn der Parkplatz nicht mehr da ist und dafür mehr Fahrradstellplätze, die Leute aufs Fahrrad umsteigen würden, das geht ja nur für Leute, die das Glück hatten, in der Innenstadt eine Wohnung zu kriegen. Weil alle die im Umland wohnen und eben reinpendeln müssen, die haben die Option gar nicht. Wir haben es ja gemacht in Erlangen an vielen Stellen und natürlich bin ich da dafür, dass wir das auch weiterführen, weil Thema Fahrrad, eines der so toll es ist, dass wir so viele Menschen in der Stadt haben, die Rad fahren. Wir kennen ja alle die Erlanger Plätze, an denen das mit dem Fahrradabstellen auch nicht wirklich toll ist, weil es halt so viele sind. Und deshalb müssen wir mehr Radabstellplätze schaffen, damit die Leute auch weiterhin gerne das Fahrrad nehmen. Weil wenn ich mein Rad nicht ordentlich absperren kann, klar, es gibt die, die haben ihr altes Stadtrad dabei, denen ist das wurscht. Aber es gibt halt auch die, die haben teure Räder, fahren gerne mit denen, fahren längere Strecken und die haben den Anspruch, ihr Rad ordentlich absperren zu können und ordentlich verwahren zu können. Und die wollen, wenn sie zurückkommen, es halt nicht verbeult auf der Straße liegen sehen. Und dafür braucht es Stellplätze. Und weil Raum knapp ist in der Stadt, werden wir auch immer wieder Parkplätze wegnehmen und durch Fahrradstellplätze ersetzen. Dort, wo das bisher gelungen ist, wird das auch sehr, sehr gut angenommen. Und gibt ja dann immer ein Argument, dann kommen die Leute nicht mehr dahin. Also Fahrräder brauchen deutlich weniger Raum und es sind deutlich mehr Menschen dort, wenn man mit dem Fahrrad kommt im Vergleich zur Erreichbarkeit mit dem Auto. Also was jetzt schon passiert ist in den letzten zwei, drei Jahren, es sind über 1000 neue Abstellplätze in der Stadt entstanden. Können auch 800 sein, ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls viele. Also Autoparkplätze weggelassen und dort Anlehnbügel hingebaut. Trotzdem ist es so, dass die Stände halt sofort voll sind und es eigentlich kaum auffällt. Insgesamt ist es ja so, dass die ganzen Aufparkplätze in der Stadt, also das heißt, dass man mit zwei Rädern auf dem Bürgersteig steht. Davon gibt es wirklich viele. Wenn man mit wachen Augen durch die Stadt geht, sieht man die alle. Wir haben das auch immer in der Fahrradarbeitsgruppe, da reden wir immer über diese Situation. Und die engen halt auch den Raum der zu Fußgehenden ein. Also die Gehsteige sind dadurch auch viel zu schmal. Eigentlich sollten sie für Menschen, damit man mit Kinderwagen oder auch wenn Menschen im Rollstuhl sitzen,
dass zwei gut bequem aneinander vorbeikommen. Und dadurch, dass die aufparken, ist es halt viel zu eng. Wir haben manchmal Gehsteigbreiten von einem Meter nur. Also denke ich, dass wir daran arbeiten müssen, diese Aufparkplätze wegzubekommen. Und das gibt natürlich immer, wenn man da dran geht, von denen, die betroffen sind, erstmal ein Riesentrara. Das ist nicht beliebt, diese Maßnahme. Ich denke, wir brauchen in der Stadt, wenn diese Parkplätze wegfallen, viel mehr Fahrradabstellplätze. Also vor allen Dingen, wenn wir jetzt wirklich Lastenräder fördern, die brauchen ja im öffentlichen Raum noch mehr Platz. Und ein richtiges, gescheites Fahrradparkhaus am Bahnhof. Also wo wir auf jeden Fall Fahrradparkplätze brauchen, ist in der Innenstadt ganz, ganz stark. Wir haben auch zum Haushalt 2020 einen Antrag gestellt, dass die Stadt Erlangen ein Fahrradparkhaus auf dem Parkplatz gegenüber den Arkaden planen soll. Wurde leider Mehrheit von der Ampelkoalition abgelehnt, aber genau dort ist unserer Meinung nach wäre ein Fahrradparkhaus angebracht und wichtig. Wie viele Autoparkplätze? Wir machen das ja sukzessive, zum Beispiel an der Fuchsenwiese haben wir ja, glaube ich, ein paar Autoparkplätze zugunsten von Fahrradparkplätzen abgebaut. Letztendlich ist es aber so, dass auch Pkw-Parkplätze wichtig sind, vor allem eben dann, wenn wir möchten, dass die Menschen nicht damit in die Innenstadt fahren. Und wir müssen immer zuerst ein Angebot schaffen, wo die Menschen alternativ parken können, bevor man irgendwas wegnimmt und die Menschen dann letztendlich im Parksuchverkehr ihre Zeit vergeuden. Und das ist ja auch letztendlich unterm Strich nicht förderlich für die Umwelt. Der ADFC gibt Erlangen im Bereich Sicherheit für Fahrradfahrer schlechte Noten und zudem nur eine 4,5 im Bereich Kontrolle von Falschparkern auf Fahrradwegen. Was würden unsere Kandidaten tun, um das zu ändern? Naja, da sehen Sie, dass wir ein Platzproblem in Erlangen haben. Also, und das wird ja nicht, wenn Sie jetzt noch mehr Parkplätze streichen würden, zum Beispiel in der Stadt, dann ist das Problem von den Falschparkern wahrscheinlich noch größer, weil die Leute eine Weile suchen, vielleicht einen Termin haben und irgendwann einfach sagen, jetzt stelle ich mein Auto halt hier ab, weil ich muss in 5 Minuten da oder dort sein. Also, auch hier, wir müssen sowohl für die Autofahrer die Möglichkeiten schaffen, vernünftig zu parken, um in die Stadt reinzukommen. Großparkplatz ist da sicherlich das wesentliche Stichwort. Und wir müssen gleichzeitig versuchen, dass die Fahrradfahrer natürlich sicher durch die Stadt kommen. Und bei Sicherheit, ich persönlich finde, dass verschiedene Regelungen, die gerade in letzter Zeit getroffen worden sind, die Sicherheit für die Radfahrer zumindest eher zweifelhaft machen. Also zum Beispiel direkt vor der HNO-Klinik, wo ich arbeite. Da ist jetzt die Einbahnstraßenregelung so geändert worden, dass die Fahrräder auch entgegen der Einbahnstraße fahren dürfen. Und nun gibt es da Stichstraßen, die da reinkommen. Das heißt, da guckt man dann in die eine Richtung, weil man von da Verkehr erwartet. Man guckt aber gar nicht in die andere Richtung, ob da vielleicht ein Fahrradfahrer kommt, weil es ja eine Einbahnstraße ist. Also solche Regelungen halte ich für gefährlich für Radfahrer. Auch die verschiedenen roten Fahrradstreifen, die aufgemalt sind teilweise auf den Straßen, die aber ja nicht baulich getrennt sind von der Fahrbahn. Ob das jetzt wirklich die Sicherheit des Radfahrers erhöht, wage ich zu bezweifeln. In der Pommernstraße zum Beispiel kenne ich eine Stelle, da ist jetzt... Also da kreuzt der Radweg die Straße, da gibt es keinen Spiegel, wo man reinsehen könnte in diesen Weg, wo der Radfahrer rauskommt. Der Radfahrer hat Vorrang und die rasen dann teilweise wirklich mit hohem Tempo darüber. Ich kann aber als Autofahrer, wenn ich da lang fahre, und meine Eltern haben da gewohnt, deswegen weiß ich das gut, kann ich in diesen Radweg erst einsehen, wenn ich schon draufstehe, sonst kann ich gar nicht rumgucken. Unser Antrag, da einen Spiegel hinzumachen, wurde damals abgelehnt. Das heißt, viele dieser Regelungen, die jetzt gemacht werden, die eigentlich dazu gedacht sind, dass es die Radfahrer leichter haben, meiner Ansicht nach, müssen auch dahin überprüft werden, ob es das Radfahren auch tatsächlich sicherer macht. Das sehe ich nicht an allen Stellen gegeben und das kann man sicherlich verbessern. Gerade durch so einfache Maßnahmen wie vielleicht noch so einen Verkehrsspiegel aufzustellen. Ja, man kann es verändern durch mehr Kontrollen und wir werden das jetzt auch machen. Wir haben uns vorgenommen, weil wir stellen fest, ich sage mal, in der Innenstadt, da kontrollieren wir als Stadt ja heute schon Falschparker. Und da haben wir es relativ gut im Griff. Wir kriegen aber immer mehr Beschwerden von Falschparkern aus den, ich sag mal, aus den Bezirken, die ein bisschen weiter außen liegen. Übrigens nicht nur auf Radwegen, sondern zugeparkte Feuerwehrzufahrten, ja, zugeparkte Gehsteige, dass ich mit meinem Kinderwagen nicht mehr durchkomme. Und wir werden unsere Kontrollen ausweiten in diese Gebiete, auch
Und obwohl das nicht mehr wirtschaftlich ist, also bisher verdienen wir mit dem Ticketschreiben so viel, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen können. Wenn wir das in den Außenbezirken machen, das wird uns was kosten. Aber ich glaube, das lohnt sich, weil es geht da um Lebensqualität und an manchen Stellen auch ganz hart um Sicherheit. Ja? Das Parken in Feuerwehrzufahrten, das geht einfach nicht. Ja? Das ist richtig gefährlich, spätestens dann, wenn es brennt. Ja, also ich würde auch sagen, wir sind ja Mitglied in diesem Zweckverband Verkehrsüberwachung und man muss dazu wissen, dass die Zweckverband Parküberwachung, also die Parküberwacherinnen, die unterwegs sind, den ruhenden Verkehr überwachen und den fließenden Verkehr darf nur die Polizei überwachen. Das heißt, dass die Polizei aber immer sagt, also uns unterstützen in diesem Ansinnen, den Parkverkehr zu überwachen, das schaffen sie nicht. Sie sagen, sie haben keine Kapazitäten. Deswegen ist es eine reine kommunale Angelegenheit. Wir haben meiner Meinung nach ein Überwachungsproblem und ich wenn es nach mir ginge, würde ich auch durchaus mehr investieren in der Hoffnung, dass die zu Randzeiten auch unterwegs sind. Dann ist es so, dass wir im Moment gerade daran arbeiten, wirklich auf unserer Homepage nochmal darzustellen, was man eigentlich tun kann, wenn man sich durch einen auf dem Fahrradweg parkenden PKW gestört fühlt. Man muss nämlich das Auto fotografieren und tatsächlich am besten 2 Fotos machen, 3 Minuten warten. Wenn jemand 3 Minuten länger auf dem Fahrradweg steht, ist es Parken, dann kann man das einfach an die Polizei schicken und die würden das dann auch verfolgen. Man muss seinen Namen angeben und müsste natürlich Zeuge sein. Dann ist es auch so, dass ja im Moment die Straßenverkehrsgesetze geändert werden und dass das Parken auf Fahrradwegen auch teurer werden soll. Ich glaube aber, das ist noch nicht durch den Bundesrat durch, aber die Gesetzesentwürfe liegen vor. Auch das würde helfen. Also ja, wir haben da ein echtes Problem in Erlangen und das liegt natürlich auch daran, dass wir viele Fahrradwege auf der Straße haben, auch richtige Fahrradwege, nicht nur Angebotsstreifen. Und das ist halt einfach so schön dann, wenn man dann zum Bäcker will, muss man nur rechts ranfahren und vergisst vielleicht als Autofahrer, dass man dadurch den Fahrradweg beparkt. Also grundsätzlich ist ja bei diesen ADFC-Ringen ist es ja so, dass in dem Bereich alle Städte relativ schlechte Noten bekommen. Also da bekommt keiner eine 1 oder eine 2, da ist man mit einer 3 schon gut. Jetzt haben wir eine 4, haben Sie gesagt, glaube ich. Also können ja mal noch besser werden. Ein bisschen gespannt. Das liegt vermutlich daran, dass wir nicht genügend Überwachungspersonal haben, die letztendlich dementsprechend vorgehen können. Und da hat ja die Stadt letztendlich schon Zugriff drauf, dass sie sagt, wir möchten Falschparker stärker bestrafen und deswegen setzen wir auch mehr Menschen ein. Oder wir sehen es eben nicht ganz so eng oder setzen auch die Verkehrsüberwacher an anderen Stellen ein. Wie sehen Sie das? Würden Sie sagen, dass man mehr in die Richtung machen sollte? Also ich persönlich empfinde es als nicht so gravierend schlimm. Also ich fahre ja auch jeden Tag mit dem Fahrrad und ich müsste jetzt wirklich lange, lange überlegen, dass ich sagen müsste, ich muss jetzt mal meinen Radweg verlassen, weil da jemand falsch geparkt hat. Also mag sein, dass das vorkommt, aber ich würde es jetzt nicht als so schlimm empfinden, dass ich auf der anderen Seite sagen würde, wir müssen jetzt da ganz massiv in die Parküberwachung. Bei unseren Recherchen sind wir auf den Begriff des Bike-First-Ansatzes in der Stadtplanung gestoßen. Wir wollten von unseren Kandidaten wissen, was sie sich darunter vorstellen und ob das auch was für Erlangen wäre. Also ich finde Bike First genauso schwierig wie America First oder andere Dinge. Nein, ich finde es wichtig, das, was ich vorhin gesagt habe. Es geht darum, die Verkehrsarten, die wir haben, auf Augenhöhe zu behandeln. Ja, und zu schauen, was sind die verschiedenen Bedürfnisse. Und Fußgänger haben auch Bedürfnisse in der Stadt. Und die sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Und an manchen Stellen muss ich auch Radfahrern sagen, hey, das geht jetzt nicht, weil da sind Fußgänger unterwegs. Ja? Deswegen finde ich Bike First schwierig. Ich würde sagen Umweltverbund First, weil im Moment, um auf Augenhöhe zu kommen, müssen wir die 3 Verkehrsarten, öffentlicher Nahverkehr, Radfahren und das Zu-Fuß-Gehen anheben und dem Autoverkehr ein bisschen Einhalt gebieten, damit wir auf Augenhöhe gelangen.
Nochmal, wir haben in Erlangen ein Platzproblem. Wenn wir zum Beispiel wollen, dass Straßen für Autos und die Radwege baulich voneinander getrennt sind, bei den Abstandsregeln, die es da gibt, sind in vielen dieser engen Straßen, die wir gerade in der Innenstadt haben, in der Altstadt haben, ist das ja gar nicht möglich. Das heißt, wenn Sie dann Fahrrad first machen, heißt es, da fahren gar keine Autos mehr, weil es räumlich gar nicht geht. Insofern auch da. Das aus Prinzip so zu machen, finde ich immer schlecht. Ich möchte wissen für jede einzelne Straße, wie ist die Lösung für alle Leute, die da betroffen sind. Wir müssen ein bisschen auch auf Verlässlichkeit gucken und auf Planbarkeit gucken. Wenn Sie zum Beispiel ein Einzelhandelsgeschäft irgendwo sagen wir mal am Martin-Luther-Platz oder Richtung Altstadt haben und auf einmal kann da kein Auto mehr hinfahren. Sie sind aber vielleicht auf die Kundschaft angewiesen, die auch mit dem Auto dorthin kam, weil Sie vielleicht eine Stammkundschaft haben, ältere Menschen, die eben nicht mehr aufs Fahrrad umsteigen, die außerhalb wohnen und was auch immer. Dann schaden Sie diese Leute da und dann wundern wir uns auch, dass immer weniger Kundschaft zum Beispiel in die Altstadt kommt, dass immer mehr Geschäfte kaputt gehen. All das muss man, glaube ich, im Kontext betrachten. Und das ist das, was ich auch eingangs mal sagte mit den komplexen Problemen. Gerade dieses ganze Thema Verkehr in Erlangen, weil die Flächen so knapp sind, weil alles so eng gebaut ist in der Alt- und in der Innenstadt, ist ein komplexes Problem. Und für mich ist der Grundsatz wäre nicht Fahrrad first, sondern der Grundsatz wäre, wenn ich eine Änderung machen will, wie schaffe ich dann zunächst den Ausgleich, dass das, was ich da wegnehme, irgendwie anders funktioniert? Wie kann ich Verkehr umleiten, woanders parken lassen, ein Shuttle-System einrichten, was auch immer, damit es trotzdem noch funktioniert? Und das muss ich machen, bevor ich die Sperrung mache, muss ich für den Ausgleich sorgen. Und nicht erst irgendwas sperren, dann gucken, was nicht mehr funktioniert und dann überlegen, ja, wie kriege ich das jetzt wieder hin? In bestimmten Bereichen ja. Also es mag bestimmt Bereiche geben, wo man einen Bike-First-Ansatz haben kann und in welchen das sinnvoll ist. Also ich stelle mir jetzt gerade den Innenstadtbereich vor, auch mal dann diese spätere Verbindung hier in der Sieboldstraße quasi, die Achse der Wissenschaft. Das sind Möglichkeiten, wo man so einen Ansatz haben kann. Grundsätzlicher Natur würde ich wieder sagen, legen wir sehr viel Wert darauf, dass die Verkehrsarten ausgeglichen sind und jeder braucht seinen Fahrraum und dann kommt man auch gut miteinander zurecht. Also ich verstehe darunter, dass es vielleicht so läuft wie in Kopenhagen, dass man in der Stadtplanung dran geht, dazu braucht man eine Beschlusslage im Stadtrat und das wird schon auch nicht so einfach werden. Und dass man dann der Förderung des Fahrrad- und Fußverkehrs alles andere unterordnet. Ja, ich habe mir jetzt gerade einen Beschluss, den wir haben, von 2015 haben wir den gefasst zum Thema Fahrradverkehr nochmal durchgelesen. Es ist tatsächlich so, dass hier im Moment die Beschlusslage ist, dass alle drei Verkehrsformen, also Straße, Fahrradweg und zu Fuß gehend, auf jeden Fall auf Augenhöhe betrachtet werden sollen. Und ich finde, hier in Erlangen würde dieser Bike-First-Ansatz sehr gut passen. Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Das ist ein Beschluss, den man fassen muss. Und den wird man vielleicht, man kann nicht einfach hergehen, den Stadträten den Beschluss vorlegen und alle sagen, juhu, dazu sind wir zu unterschiedlich. Schwierig ist es auch immer mit älteren Menschen. Die haben halt Bedenken, dass wenn sie ihr Auto nicht mehr haben, dass sie nicht mehr so mobil sind. Man muss da die ganz vielen unterschiedlichen Bedürfnisse mit betrachten, weil es gibt einfach viele, die können nicht mehr Fahrrad fahren. Und wir haben eine älter werdende Gesellschaft, wobei wir ja noch das Glück haben, dass wir langsamer älter werden als andere. Aber ich finde das verfolgungswürdig. Es passt auch zu unserem Wahlprogramm und in unser Wahlprogramm. Wir haben diesen Bike-First-Ansatz noch nicht diskutiert, aber er wäre eigentlich bei dem, was wir vorhaben und für was wir stehen, die logische Konsequenz.